BVB bietet leider keine Pressekonferenz an, deswegen stehen wir hier in der Mixzone mit Thorsten Ziegner und den Vertretern der Medien. Eure Fragen bitte zum Spiel. Ja, wie fällt das Resümee aus? Ja, nüchtern. Ja, und zwar deshalb, weil ich ein Spiel gesehen habe, was für die dritte Liga typisch ist. Ein Spiel, wo keine großen Unterschiede zumindest erkennbar waren, was die Anzahl an Chancen angeht, was die Anzahl an zugelassenen Chancen dann dementsprechend auch angeht. Ja, ich glaube, es ging hin und her. Beide Teams hatten ihre Situationen in der Offensive, aber auch ihre Situation selbst in der Defensive, und der Unterschied war, dass der BVB aus seinen Situationen eben zumindest zwei Tore gemacht hat, wir aus unseren vielen Situationen keine. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, es hätte sich heute keiner beschweren dürfen, wenn das Spiel im 3-3 oder 2-2 ausgeht. Aber das ist sicher was, wo wir aktuell total unzufrieden sind, was unsere offensive Durchschlagskraft angeht. Also ihr habt ja Chancen verbucht, das war ja vor ein paar Wochen auch ein bisschen schlechter, dass ihr nicht so viele Chancen hatte. Fehlt es denn jetzt am Abschluss? Kaltschnauzigkeit? Ja, also wir reden halt immer nach Spielen über das jeweilige Spiel. Ja, wir haben vorige Woche in Elversberg keine Torchance selbst kreiert, also so richtig keine, bis auf die nach 3 Minuten. Heute hatten wir eine ganze Menge Torchancen. Jetzt reden wir heute nach dem Spiel gar nicht mehr so sehr über unser Defensivverhalten, auch wenn das nicht perfekt war, sondern eher über unsere Chancenverwertung. Weil wir hätten, glaube ich, in Führung gehen können, dann nimmt so ein Spiel möglicherweise einen anderen Lauf, alles hypothetische Sachen. Aber es ist natürlich enttäuschend, wenn man so viele Situationen vorm gegnerischen Tor hat und dann wirklich es nicht mal schafft, einmal den Ball über die Linie zu bringen. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor, wo diese schlechten Ergebnisse waren, habt ihr ja immer noch ein kleines Polster. Aber wie ernst ist jetzt eure Situation? Ich finde es super ernst. Ja, also ich sehe das schon auch, dass Gott sei Dank die Mannschaften hinter uns dieses Wochenende eben auch alle verloren haben oder gepatzt haben. Aber es kann nicht unser Anspruch sein, aus den letzten 7 Spielen eben 5 zu verlieren. Und das macht mich auch total unzufrieden, keine Frage. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass wir in einem Prozess sind, der alles andere als gut läuft gerade. Wir sind in einer total schwierigen Situation. Wir sollten nächste Woche alles dafür tun, um gegen Köln zu gewinnen, um eben nicht noch mehr Unruhe aufkommen zu lassen, die sicherlich jetzt aufkommen wird, keine Frage. Aber das, was ich den Jungs eben auch heute wieder nicht vorwerfen kann, ist, dass sie es zumindest versucht haben. Also dieses Thema Einstellung, dass sie immer wieder angerannt sind, dass sie versucht haben, Fehler auszumerzen bei aller Fehlerhaftigkeit, die im Spiel insgesamt war, wo wir die Situation nicht gut gelöst haben, wo wir uns in der Defensive nicht geschickt angestellt haben, wo wir sicherlich auch die Tore beide verhindern können. Das sind alles ärgerliche Sachen. Die Einstellung stimmt, das ist okay. Aber es reicht eben nicht, um in der dritten Liga Spiele zu gewinnen. Ein Satz zu Rolf Felschner, der sein Comeback heute gegeben hat. Es ist total traurig, dass er heute sein erstes Spiel macht und wir trotzdem verlieren. Ich finde, dass er es sehr ordentlich gemacht hat, seine Sache. Wie gesagt, er kann ja noch gar nicht bei 100% sein. Ja? Und gerade was Spielrhythmus anbetrifft, er kann laufen, ganz sicher, aber was Spielrhythmus anbetrifft. Und ich finde, dass er seine Sache vernünftig gemacht hat und trotzdem fällt das zweite Tor über diese Seite. Das sind ja so Sachen, die bei den Jungs dann auch eine Rolle spielen. Aber nochmal, wir werden dranbleiben, wir werden als Gruppe zusammenhalten und dann sollen wir aber schauen, dass wir gegen Köln gewinnen. Es wurden Stimmen laut, dass ihr hättet einen Elfmeter kriegen können, erste Halbzeit, Handspiel, Pfanne. Ich habe es jetzt nicht gesehen am Fernseher. Ich auch nicht. Ich habe es jetzt noch gar nichts gesehen. Also, mir wurde jetzt auch bei Magenta nichts gezeigt. Okay. Deshalb weiß ich es nicht. Also, danke.